Bei unserer Hallström Hausapotheke geht es heute um das Sicherheitsenergieschloss die Hohe 1, die ihr strömen könnt bei Verschlucken, wenn etwas im Hals stecken geblieben ist, wie zum Beispiel auch Tabletten oder sogar auch im Asthmaanfall. Friedel Weber schreibt in ihrem Buch Jinjinjutsu für Lebenskünstler, was ich euch allen wirklich nur empfehlen kann. Die Hohe 1 liegt oberhalb der 1 in der Oberschenkelinnenseite und wird wegen der örtlichen Nähe zur 1 mit Hohe 1 bezeichnet. Sie ist eine Reflexzone, die auf kräftigen Druck unmittelbar den gesamten Oberkörper weitet. Die Hohe 1 hat so ein bisschen eine Wirkung wie der Heimlichgriff. Kannst du dich daran erinnern? Man legt die Hände übereinander in den Solarplexus und drückt richtig schön zu, wenn sich jemand an irgendetwas verschluckt hat. Petra Ellendorf erzählt in einem 5-Tage-Kurs, wie sie einmal einem Tischnachbarn, der sich verschluckt hatte, half, indem sie unter den Tisch gekrochen ist und dem verblüfften Mann ganz energisch in die Eins gedrückt hat, in die Hohe Eins gedrückt hat. Woraufhin das Verschluckte in einem hohen Bogen über den Tisch geflogen ist. Was sich in der Erzählung ganz amüsant anhörte, rief bei mir schlimme Erinnerungen wach an eine Situation, als mein Vater sich einmal an einem Stück Gulasch verschluckt hatte. Auf mich als Kind hat das einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Noch heute sehe ich vor meinem geistigen Auge meinen Vater, wie er mit zunehmend blauem Gesicht würgend und nach Luft ringend am Tisch saß. Hätte ich doch bloß damals schon vom Strömen gewusst. Da es allerdings noch ein paar Jahrzehnte dauerte, bis ich davon erfuhr, hatte ich seit diesem Tag größten Respekt vor zähem Fleisch und habe immer ewig drauf rumgekaut, um bloß nicht daran zu ersticken. Vielleicht fiel es mir deshalb auch so leicht, irgendwann ganz auf Fleisch zu verzichten. Wir können die Hohe 1 natürlich auch beim Tier strömen, die sich auch bei unseren Vierbeinern eben etwas oberhalb der Knie auf der Innenseite des Oberschenkels befindet. Zum Beispiel könnt ihr dieses Schloss ganz wunderbar strömen, wenn ein Pferd unter einer Schlundverstopfung leidet. Vergesst bitte nicht, vorher den Tierarzt anzurufen und während ihr auf den Tierarzt wartet, mit aller Kraft in die Eins drücken. Auch wenn das beim Pferd nur einseitig geht, kein Problem. Ihr werdet wahrscheinlich bei einem Pferd mit Schlundverstopfung oder überhaupt beim Pferd nicht unten drunter rumrobben. Das hoffe ich zumindest mal. Wenn sich ein kleines Tier an irgendwas verschluckt hat, ab mit dem Tier zum Tierarzt und während der Fahrt, vorausgesetzt ihr seid mit dem Auto unterwegs und habt einen Fahrer, drückt einfach fest in die Eins. Und in dem Fall muss man wirklich feste drücken, auch auf die Gefahr hin, dass man dem Tier wehtut. Kurzer Schmerz ist allemal besser als zu ersticken.